Willkommen auf Ihrer Fahrt nach Frankfurt. Planmäßige Abfahrt ist 7.15 Uhr, also öffnen Sie die Türen und bereiten Ihren Zug vor. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Simulator mit mir, den Sevetal Let's Player. Wir öffnen die Türen, setzen uns drin. Ich habe hier ein neues HUD installiert. Den Link dazu, wenn ich es nicht vergesse, tue ich euch in die Videobeschreibung. So, wir rüsten hier auf. Das machen wir an. Wir machen die Zugspitzensignale an. Der ist schon auf Front. Und na klar, das Licht für die Fahrgäste und unser Licht. So. Wir machen aber nochmal, bevor wir abfahren, ein kleines Screenshot von dem Zug. Leider habe ich immer noch keine Ahnung, wie ich, sagt schnell. Haha, finde den Fehler. Nee. Wie ich die Zugzielanzeige einstelle, das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da irgendwelche Informationen habt. So, Gudi. Das hier können wir auch ein bisschen Option Kontrast Deckkraft war das, glaube ich. Ein bisschen heller machen. Fortfahren. Naja, Deckkraft ist doch nicht so das Wahre gewesen. Kontrast, Sonnenlicht, Umgebungs... weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann lassen wir es halt einfach so. Gudi, dann sind wir auch abfahrtsbereit, würde ich sagen. Planmäßige Abfahrt, das passt alles. Heute sollen hoffentlich die Texturen nicht so schwammig sein wie sonst in den Videos. Ich habe bei Nvidia noch was geändert. Das hier geht wieder nicht. Dann halten wir ein bisschen vor. Die SIFA machen wir da klar auch an. So wie sich's gehört. 70 ist hier erlaubt, aber der Fahrschalter, der bleibt hier immer noch nicht vorne. Dann nicht. Unsere Fahrzeit beträgt ungefähr 45 Minuten. Der Hebel bleibt hier immer noch nicht vorne. Also lehnt euch zurück, trinkt einen Kaffee oder dementsprechend, wie ihr es wollt. Fahrzeit ungefähr 45 Minuten. Geschwindigkeit. Ja, jetzt geht es hier auf 50. Trinkt einen Kaffee. Wie gesagt, macht euch entspannten. Das ist das Dienstagsvideo hier auf diesem Kanal. Seit langem mal wieder. Oh, jetzt ist hier wieder 70. Seit langem mal wieder ein Dienstagsvideo. Ich weiß gar nicht. Letzte Woche kam, glaube ich, auch ein Video. So recht, wie ich mich erinnere. Sonntag, Dienstag. Und dann gucken wir einfach mal die Woche, wie die so reinschallert. Grafikmod ist auch wieder installiert oder drinne. Weiß gar nicht. Ja, das sollte ja halt alles stimmen hier soweit. Dann können wir hier auch beschleunigen ein bisschen. Denn 110 sind erlaubt. Wir haben noch gute 2 Kilometer zum nächsten Bahnhof. Also können wir noch locker auf die 100 hier beschleunigen. Und ein bisschen Zeit rausholen. So. Gut. Neutralstellung, das sollte passen. Und dann gleiten wir mal wieder in den Bahnhof ein. Russel, Steig 1, Bahnsteig 1 und dann bremsen wir langsam runter.
da vorne sind dann eh nur noch 80. Da haut Train Simulator bestimmt eh wieder irgendwas rein. Man kennt ihn, man kennt ihn. Ja. So. Gehen hier auf 60 runter. Quittieren hier nochmal die Siefer. Und dann trudeln wir so langsam mit 10 Sekunden Verfrühung in den Bahnhof hier ein. Bis wir stehen, macht Train Simulator sowieso noch etwas dazu. Also passt das ganz gut. So, Wartewaggons sind drauf. Jo. Unser Halt wäre eigentlich da vorne erst, aber das passt auch so ganz gut mit den Waggons. So, machen wir die Türfreigabe rein. Dann gehen wir nochmal nach draußen ein Stückchen gucken. Ja, wir sind wieder in Vollzug, glaube ich, soweit ich das hier sehe. Aber das sollte gut passen alles. So. Ich mag echt S-Bahn fahren. Da bin ich eher gewappnet für. Zwar nicht in Hamburg, Frankfurt ist ganz chillig hier, wie ihr seht. So, wir können hier mit 100% gleich anfahren. Umso besser, kommen wir schneller vom Fleck hier. Ja, in Train Simulator ist es gerade morgens, so 7.20 Uhr, 7.20 Uhr. Das ist alles ganz geschillt hier. So sehen wir auch mal ein bisschen was vom Morgen hier in Train Simulator. So, beschleunigen wir auf die 80. Siefer quittieren wir, na klar. Und dann kommt da auch gleich die 120. Aber bis dahin geht es hier eh ein Stück runter, so wie ich gerade sehe. Guck mal, wir werden sowieso schneller. Aber die 120 können wir jetzt eh nicht mehr ausfahren. Müssen wir sogar ein bisschen bremsen, sonst haut uns Train Simulator hier wieder Fehlpunkte rein. Will ich mal sagen. So, jetzt sind die 120 auch für uns erlaubt. Ja, mehr brauchen wir da gar nicht beschleunigen. Dann gleiten wir über die Schienen. Ja, bremsen sollten wir. Vielleicht. Ja, muss der Zug auch erstmal gegen ankommen. Ja, aber das passt, glaube ich, so wie ich es jetzt gerade sehe, ganz gut. Die schnelle Einfahrt hier. Gehen wir auf 90%, auf 100%, ja. Gut. Ein bisschen überschätzt, unterschätzt. So. Geht trotzdem alles auf. Ja, die Fahrgäste müssten dann halt. Das Gute ist, wir haben hier durchgängige Wagen. Die kommen ganz gut. So, Verspätung haben wir auch noch keine, so wie ich sehe. Das passt alles. Aber ich bin mir jetzt hier gerade nicht sicher, ob ich hier wirklich was verändern sollte. So. Gut, den hier können wir wieder vormachen. Ja, geht nicht auf die 100. Dann halten wir ihn kurz auf 100%. Gut, jetzt kriegen wir gerade Verfrühung rein, aber das juckt uns jetzt gerade nicht. Wir müssen eh an den nächsten Bahnsteig halten. Von daher macht uns das nichts. Moin. So. 1 Kilometer haben wir noch. Dann nehmen wir die Nullstellung hier rein. 80 Meter haben wir noch. Gehen wir mal auf die 60 runter. Geht es, glaube ich, auch wieder bergab, bergauf.
Zeit ist noch da. Zeit ist gegeben. Und dann rollern wir in den nächsten Bahnhof hier ein. So wie sich's gehört. So. Türfreigabe auf der rechten Seite. Ja, sie haben wir wieder gut ausgetrickst. So wie man es kennt. Fahrgäste sehe ich zwar immer noch keine, man kennt es hier. Oder ist es, weil die Zugzielanzeige nicht stimmt? Naja, aber schön ruhig hier. Muss man sagen. Geht der hier? Nee. Nee, nee. So, dann gucken wir hier einmal. Ja, ein paar Haltestationen haben wir auf jeden Fall noch. Wie gesagt, wir fahren jetzt um die 40, 35 Minuten noch. Das sollten wir trotzdem alles hinkriegen. Ah, der bleibt wieder nicht auf 100. Man kennt's, man kennt's. So, jetzt haben wir 5 Kilometer. Und da können wir locker die 120 erreichen. Gucken wir hier. Oh, den wollte ich nicht. Gucken wir, wo wir überhaupt hier sind. Wir fahren hier runter. Haben keine Bahn vor uns. Die SIFA sollten wir bestätigen oder quittieren. Und dann Lübderall. So, 110, das geht hier ganz schön. Hier hätte man die Strecke auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen schneller machen. Ja, den Streckenverlauf auf 130 zumindest machen. Ja, die Bremse bleibt leider nicht drinne. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Ah, doch, jetzt. Denn hier geht es ja auch noch bergab, muss man bedenken. 5%. Ja, 10% ist wohl lieber. So. Na klar, das Trinken nicht vergessen. Sonst haben wir ein Problem. Sonst verrecken wir hier noch auf der Fahrt. Und das wollen wir ja nicht. Schöne Landschaft hier mal wieder. Da ist das Train Simulator Feeling erreicht. So, Kurve. Langsam wieder ein bisschen runterbremsen. Ja, doofe Bremse bleibt nicht da, wo ich sie eingestellt habe. Schade. Naja, dann bremsen wir halt so. Auch kein Problem. SIFA nochmal bestätigen oder quittieren. Wie man es auch gerne sagt, ne? Kilometer haben wir noch, bis wir stehen müssen. Bremse ist noch drin, aber die bringt uns hier gerade nichts, wie ihr seht. So. Gehen wir auf die 70 mit den 15%. Hier sind auch nur noch 100. Das pisst alles, das pisst. So. Die SIFA.
Sind aber pünktlich dran, fast eine Minute zu früh. Mensch, Kameraden. Das ist ja mal was ganz Neues. Oh, jetzt steht hier auch mal was dran. Was ordentliches. S5. Frankfurt Süd. Das stimmt sogar. Oh, da wollte ich jetzt nicht drauf. Wir fahren nach Frankfurt. Ah, nee. Wir fahren... Doch, normalerweise... Frankfurt Süd, der Tunnel ist voll, wie immer. Ach so. Ja, gut. Trotzdem. Das ist ja die S5 hier. Also passt das hier. Fahrgäste sind hier... Oh. Jetzt wechselt sich die Anzeige schon. Hier steht auch noch was dran. Lang Darmstadt Hauptbahnhof Lang. Das ist schön, dass die sich ändert hier. Das ist ein cooles Feature und sie geht immerhin. Also hier ist die S5, denke ich jetzt mal. Also die Schienen dafür. Gut, dann setzen wir uns wieder rein. Und fahren somit ab. Jo, das passt. 100 sind hier erlaubt. Dies heißt 100. Aber komisch, Train Simulator hat noch die 120 drin. Trotzdem, da vorne kommt ja eh 100. Also bleiben wir bei ganz geschmeidigen 100 km/h. So. Oder hier kommt gleich das 80er. Nee, 100. So, dann können wir ihn jetzt auch abrollen lassen. Obwohl es hier bergauf geht. Denn da vorne kommen eh die 80 oder ab hier. Solange Train Simulator nicht rumheult. Mi. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen bremsen. Nicht, dass wir hier entgleisen. Das wäre, na klar, jetzt die Katastrophe von den Katastrophen. Ah, hier leckt es wieder ein bisschen. Frankfurt Westbahnhof. So. 5% können wir das Ganze lassen, würde ich sagen. Ja, 10%. Denn 80, moin Kollege. Ich finde, Train Simulator hat auch so irgendwie was zum Entspannen. Also zwischen alltägigen Sachen. Man sitzt ein bisschen, man drückt ein bisschen die Siefer und gut ist. Naja, achtet auf die Signale im höchsten Fall, ne? Und dann passt das eigentlich schon alles. So, machen wir hier die 20%. Ja, jetzt können wir doch ein bisschen höher gehen. Mit der Drehzahl würde ich hier sagen. Nennt man das eigentlich Drehzahl? Nee, Power. Powerhebel, ne? So. Da kommen wir zur nächsten Station. Und wir sollten höchstens Vollbremsung wollte ich nicht, die 100% hier reinmachen. Denn waren, glaube ich, ein bisschen schnell, meiner Meinung nach. Naja. So, passt doch irgendwie. Da sehen wir mal wieder einen Güterzug. Auch mal was Schönes. Und dann gucken wir uns hier nochmal die Anzeigen an. Ah, hier steht wieder, bitte auf Zugschild achten. Hält er da drüben? Nee. Oder kommen sogar gleich zwei. Schön, schön. Mensch. Wir stehen hier oben. Junge. Ist das ein Bild wert?
So, und dann Abfahrt mit den 80 Sachen. Haben ein bisschen Verspätung durchs Halten hier, aber das sollte sich alles in Rahmen halten. Ja, jetzt haben wir schon keine Verspätung mehr. Nächste Station ist ja gleich da vorne. Brauchen wir auch gar nicht so schnell zu werden. Das sollte so schon passen. 60 Meter noch. 60 km/h. Das passt. So. Dann machen wir uns hier mal an dieser Stelle eine Lunte an. So. Und bremsen. So. Ja, wir können aber noch ein bisschen weiter. So. Jo. Das passt alles. Türen freigeben. Den hier schon mal auf 0. Auf neutral heißt es, sorry. So, dann haben wir hier auch nur noch ein paar Haltestellen. Ja gut, ich denke, die sind jetzt alle dicht bei dicht, soweit ich weiß und soweit ich Ahnung habe. Vielleicht nicht alle, aber teils, teils, ne? So. Guti. Dann können wir auch wieder... Nächste Haltestelle Frankfurt Galluswart. Warte? Wird das so ausgesprochen? Weiß ja nicht. Galluswarte 2. Komische Haltestellen. Oh, 60. Nicht, dass Train Simulator hier wieder rummeckert. Auf mal da doch 60 steht. Dann fahren wir mal nach den Schildern hier. Besser ist das. So. Ich wollte gerade sagen, da haben wir das erste rote Signal hier. Aber das stimmt ja gar nicht. So. Einmal den Kollegen hier anrufen. Antröten, wie man es auch immer sagt. Schnellbremsung. Das geht ja auch hier drüber, meines Wissens. Ja. Okay. Okay. Türfreigabe können wir irgendwie nicht selbst lösen. Finde ich auch ganz mysteriös. Aber Guti. Wie war das hier? 60 km/h. Die lassen wir auch bei. So, Frankfurt Hauptbahnhof. Bahnsteig 101. Hier leckt es mal wieder ein wenig. Das, weil wir jetzt gerade in Frankfurt reinfahren. Denke ich, dass da viele Objekte sind. So wie man es aus OMSI kennt. Wäre hier na klar jetzt auch gerade wieder so ein Blickfang. Ups. Aber gut. So. Jetzt geht's hier noch einmal runter. Dann bremsen wir hier leicht. Jetzt geht's hier auch in den Tunnel. Jetzt sollten auf die Signale achten. Ups, ein bisschen zu doll gebremst.
Ja. Wusste, dass das kommt. Hier sieht noch alles clean aus. Ja, der geht automatisch wieder nach vorne. Das ist Müll. So. Jetzt können wir aber rollen lassen. Jo. So. Das passt alles. So. Wir halten hier gerade an der Kurzzugtafel, soweit ich weiß. Wo ist denn sie? Hä? Dachte, die wäre hier. Da. Kurzzug. Ah, das sollte passen. Das sollte alles seine Richtigkeit haben. Ja, gut. Ich glaube, wir sind sogar ein Langzug oder halt volle Länge. Da hätten wir eigentlich da halten sollen, weil hier steht auch noch 2 Meter. Aber Mensch, drauf geschissen. So. Das Signal zeigt uns grün. Dann fahren wir ab dementsprechend. Na klar, wachsam sein hier im Tunnel. Besser ist das. So, Frankfurt. Nächste Haltestelle, Frankfurt Taunusanlage. Man kennt sie aus vorherigen Videos. Oh. Da waren wir ein bisschen schnell wieder. So, Signale zeigen grün. Und wir verlieren Speed. Sind aber noch gut. Verspätung haben wir jetzt keine. So. Diesmal halten wir ein bisschen weiter vorne. Den können wir auch schon wieder auf 100% machen, wenn er dann will. Nö, dann will er heute nicht. So. Was fährt hier drüben? Der Gegenzug. S1, S6, S8, S9. Oh, der hält aber auch ganz schön weit vorne, also denke ich an der zweiten Tafel ist richtig. Jo, jo, jo. So, der hier geht nicht, okay. Und dann fahren wir wieder ab. Frankfurt Hauptbahnhof. Wache, Bahnsteig 2. Und haben die Sicht auf die Signale. Noch ist grün. Das ist alles entspannt hier. Weil man kennt es ja aus der letzten Folge, wo ich 3 Anfangsversuche brauchte oder Anläufe. Je nachdem, wie man es sieht. So. Da vorne ist dann 80. Jetzt halten wir wieder einen Kurzzug, egal. So, dann gucken wir auf unseren Fahrplan. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Stationen zu fahren.
Oh, ja, gut, tolles Bild. Ja, so still hier. So still hier. Ja, gute Sicht. Denn wir haben gar keine. So. Dann fahren wir hier wieder ab. Die Signale zeigen alle grün. So muss das, so muss das. Das wollte ich nicht. Aber passiert. So, nächste Station. Frankfurt Kunst. Kunstablerwache. So, warum bremse ich jetzt hier eigentlich schon? Das war eigentlich nicht mein Gebet, ja. So, pünktlich sind wir auch noch. Pünktlich wie die Deutsche Bahn. Nicht. Spaß. Anscheinend gibt es hier wieder ein paar Probleme mit ein paar Zügen. Aber, ja. Wir sind so gesagt nicht davon betroffen. So. Dann abfährt. Warte mal. Wir können ja hier Betriebsbatterie, LZB, PZB. Ist auf 1. Aber ja, nützt irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Oh ja, 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 ja. Ja, sorry. Das war mein Fehler. Die SIFA. Hier schaffen wir aber über die 600 Punkte. Das sollte alles im Lohn sein. So. Ostenstraße mit Bahnsteig 1. Heute habe ich es aber mit der SIFA. Heute betätige ich die ein bisschen spät, habe ich das Gefühl. Aber naja, Hauptsache so als eine Zwangsbremsung. Würde ich mal behaupten. So. Gut, zu früh sind wir auf jeden Fall. Aber naja. So, gucken wir nochmal auf unseren Fahrplan. 3 Haltestationen. Endstation ist Stressemannallee. Was? Stressemannallee. Irgendwie so. Ey, ihr seht's ja hier. Stressemannallee. Irgendwie so. Naja. So. Die sind noch grün alle. 80 sind hier erlaubt. Ja, da vorne wieder 60. Diesen blauen, diese Notausgangsgedönse hier. Ja, falls die S-Bahn mal stehen bleibt, ja,
Da hat man dann immerhin einen Ausweg. Einen Ausweg ins Freie. Will aber nicht wissen, wie viel da rumgesprüht worden ist von Sprayern oder sonstiges. Naja, man kennt's. Man kennt die Sprayer. So. Gut, dann haben wir ja nicht mehr lange zu fahren. Hier ist alles drauf bei uns. Und dann einmal die Türen freigeben. Achso, die sind ja schon. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht hier. Ich weiß gar nicht warum. Was hier los ist. In dem Zug. Alles ist hier. Ja, wie soll man sagen? Komisch. So, hier haben wir da klar wieder fast eine Minute Verfrühung gesammelt. Aber das macht uns ja nichts. Jetzt will ich hier einmal gucken. Ah, also off heißt on. Also aus. Naja. Komisch. Muss ich nicht verstehen. Und dann fahren wir auch so langsam ab. Guck mal, 700 Punkte. Also haben wir doch noch ganz gut aufgeholt. Was steht da vorne? Ah, hier steht wieder normal alles dran. Vielleicht wechselt das auch. So, jetzt sind hier nur noch 60 erlaubt. Die fahren wir na klar auch. Nicht, dass uns Train Simulator wirklich hier noch reinscheißt. Das wollen wir nicht. Ups, gut mach ich. Kurz geschlafen. Oh, hier geht's wieder raus. Mann, Mann, Mann. Doch noch an die frische Luft hier. So. Ja, ein bisschen konzentrieren hier nochmal zum Schluss, ne? Ihr wollt das doch alle. Was macht er denn? So, nächste Station ist dann auch schon Endstation. Stressmannallee. Wir sind hier am Südhof, Bahnsteig 1. Und dann dauert das hier aber noch ganz schön lange. Ja gut, wir haben hier gut eine Minute rausgefahren. Rausgezögert. Kommt hier denn nochmal was Spannendes? Ich glaube somit nicht, soweit ich das sehe. Nö, gerade sind alle Gleise hier frei. Naja, naja. So. Trotzdem schönes Panorama hier. So lebt sich Frankfurt. Mensch, trotzdem hoffe ich doch, euch geht's allen gut. Ihr seid jetzt nicht irgendwie vom Coronavirus betroffen. Ansonsten tut mir das echt ganz schön leid an die, die betroffen sind oder Corona schon hatten. Ja. So, Ihre Schicht endet hier für heute. Fahren Sie den Zug noch in die Abstellung. Alles klar. Gut. Was ist denn hier los? So, der hat den auf rückwärts gestellt. Okay. Muss ich da jetzt was wissen? Warum hat er jetzt die Null-Dingens? Front. So. Mensch. Was ist denn hier los?
So 40 sind da vorne erlaubt. Also 80 noch hier, aber gut. Train Simulator hat 40. Weil wir jetzt, glaube ich, gewechselt haben, das Gleis. Dann halten wir das hier auch ein. Dementsprechend. Also Station ist das ja hier wirklich nicht, es ist halt ein Abstellplatz. So, da vorne sieht man auch, dass die Signale rot sind. Da halten wir, na klar. Hier ist zwar nicht was. Ah, jetzt ist zum Durchfahren. Okay. Dankeschön. Der pisst alles. So, haben wir jetzt hier oder schon eine davor? Man munkelt, man munkelt. Ah, hier. Okay. So, SIFA können wir jetzt auch ausmachen. Und dann bremsen wir hier schon mal ganz leicht, ganz sutsche Piano. 10 Meter haben wir noch, da soll ein Prellbock gleich kommen. Okay. So, ich sehe hier eine Weiche. Und davor würde ich gerne halten. Ups. Guti. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, dieses kleine Ründchen im Train Simulator mit mir, den Seveta Let's Player. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch liebend gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Und dann verabschiede ich mich erstmal von euch. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Ciao, ciao!